Bei seinem Besuch in Kiew hat Premier Rishi Sunak der Ukraine fast 3 Milliarden Euro mit zahlreichen militärischen Drohnen aus britischer Produktion zugesagt. Großbritannien werde die Ukraine bis zu deren NATO-Beitritt unterstützen. Сьогодні день, коли історія Європи змінилась, Україна та Сполучене Королівство уклали нову і безпрецедентну безпекову угоду. Це не просто декларація, це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії. Ukraine is not alone, and Ukraine will never be alone. Putin might think that he can outlast us. Because this war is about Ukraine's right to defend itself and to determine your own future, and the Ukrainian people's historic choice to be an independent democracy at the heart of Europe. Europa will dieser Tage deutlich machen, dass die Unterstützung für Kiew nicht nachlässt. An diesem Wochenende wurde auch der neue französische Außenminister Stéphane Séjourné in der ukrainischen Hauptstadt erwartet.